Moin Leute! Und herzlich willkommen hier zurück bei einem wunderbaren neuen Video, wo es wieder um wunderbare Memes geht. In einem der letzten Videos haben wir in das Subreddit von Hand of Blood reingeguckt und uns die besten Hanno-Memes angeschaut. Und wir haben mal geguckt, was taugt das Subreddit eigentlich, wie lustig sind die Memes, ist es relatable? Schaut es euch gerne an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ich habe euch gefragt, habt ihr denn weitere Vorschläge? Gibt es noch andere YouTuber mit Subreddits? Und einer, der immer wieder genannt wurde, war Papa Platte. 23.200 Follower. Und da war ich kurz nervös und habe geguckt. 23.700 Follower. Wir sind also noch vorne. Knapp. Knapp, Leute. Folgt auf jeden Fall. Weil es kann ja nicht angehen, dass die Subreddits, die wir bewerten, mehr Follower haben als wir. Ja, dann fehlt auch die ganze Expertise dafür. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht so mega krass viel über Papa Platte. Ich habe ihn auch noch nie getroffen. Papa Platte. Ich hoffe trotzdem, die Memes sind lustig. Falls er das sieht, Grüße gehen raus. Und dieses Meme verstehe ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Aber 1300 Upvotes. Ich glaube, das ist irgendein Ventilator, der bei ihm im Hintergrund steht. Und das Logo von seinem Reaction-Kanal. Aber warum jetzt groß darauf gewartet wurde, dass dieses Meme kommt? Keine Ahnung. Bestimmt lustig. Bestimmt auf jeden Fall. Vielleicht kann es mir jemand erklären in den Kommentaren. Es hat offensichtlich... Ist das real? Das ist nicht real, oder? Also es hat sich jemand einen QR-Code auf den Arm tätowiert, der beim Scannen dieses Video aufruft. Ah, das ist doch nicht real, oder? Oder? Wenn, dann wäre es echt weird, wenn die URL irgendwann mal anderweitig vergeben wird und dann plötzlich irgendwelche anderen Random-Videos kommen. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das jetzt ein reales Tattoo ist, weil das könnte auch einfach aufgedruckt sein. Ja, so ein klassisches Leon Mascher-Gesichtstattoo-Ding. Einfach schön Airbrush drauf. Schwierig. Aber wenn, dann... What? Selbst YouTube hat erkannt, wer die relevantere Person ist. Schade. Ist aber auch bei vielen mittlerweile so, dass der Reaction-Kanal einfach höher gerankt wird, weil da mehr Traffic ist, weil da mehr Videos kommen, weil... Ich habe die Befürchtung, dass immer mehr YouTuber einfach mit ihrem normalen Content aufhören und mittlerweile nur noch Reaction-Videos machen. Leute, bitte, macht weniger davon. Einfach mehr richtigen Content. Sagt der, der gerade ein Reaction-Video auf Memes macht. Aber das ist was ganz anderes. Thumbnail von Hyperbowl-Video wurde geleakt. Frag einen Arbeitslosen. Ja, ich hatte mitbekommen, dass Papa Platte bei Hyperbowl war, zu fragen. Aha, offensichtlich ein dreister Repost. Trotzdem 1100 Upvotes. Weil an sich schon lustig. Aber das Subreddit sollte eigentlich dafür sorgen, dass es sich selber reguliert. Schwierig. Papa Platte kommt 5 Minuten früher online. Er sagt, heute wird es ein spezieller Stream werden. Heute soll wieder CSGO gezockt werden. Aber zuerst wird der Subreddit gecheckt. Krass, ich wusste gar nicht, dass er regelmäßig auch darüber Videos macht. Oder das im Stream halt guckt. Aber den Kommentaren zu urteilen nach, kommt das wohl ein bisschen seltener vor. Dabei kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das macht, macht man sehr viele Menschen damit glücklich. Einfach mal öfter reingucken. See no difference. Ja? Ja? Also ich glaube, wenn er eine beschissenere Frisur hätte und eine Brille, dann könnten das durchaus Brüder sein. Wobei man generell als Mensch, glaube ich, nicht unbedingt schön aussieht, wenn man seitlich beim Lachen fotografiert wird. Da sieht man mal, was man karrieremäßig so schaffen kann. Nichts und Politiker. Ich muss aber sagen, dass Papa Platte mir deutlich sympathischer ist. Statement. Puh, gewagt. Papagei, Papageil, Papagei. Naja. Also die 937 Upvotes kann ich auch nur wegen dem Wendler und dem Arsch verstehen. 2 Clips später, nachdem Kevin gesagt hat, dass er bei dieser Unusual Meme Compilation nicht lachen wird. Da ist wohl jemand einer mit einer ganz kurzen Zündschnur. Offensichtlich auch für sehr, sehr viele Leute absolut relatable. Aber ich glaube, er ist generell auch ein Mensch mit einer sehr schönen Lache. Auf YouTube auch sowieso sehr vorteilhaft. Wenn deine Top 3 YouTube-Videos alle Sellout-Streams sind. Stonks. Echt? Ernsthaft? Sellout-Stream. Ach man, jetzt schmiert einfach rum. Ich krieg den gleich eine Kopfnuss. Russland. Nein. Nee, was kommt jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade eigentlich passiert. Also ein Sellout-Stream ist, also Leute spenden und pro Spende guckt er sich ein Video an. Was die Zuschauer, die gespendet haben, ihm dann geschickt haben. Habe ich das richtig verstanden? Awesome, ich liebe es ja jetzt schon. Klassiker. Ich dachte, gerade mit irgendjemand aus dem Fahrstuhl, Alter. Junge, jetzt nicht noch komplett rein. Ich bin ein wenig verstört, aber okay. Muss man gar nicht weiter kommentieren. Aber hey, finanziell für ihn wahrscheinlich lohnt sich. Ja, so ist es doch. Auf jedem YouTube-Kanal mit Reaction-Kanal eigentlich immer das Gleiche. Ich glaube, innerlich fühlen sich viele YouTuber bei ihrem Hauptcontent dann auch mittlerweile so. Aber was soll man machen, ne? Ist halt so. Ob das so geht, in dieser Form, YouTube bitte nicht demonetarisieren, da,
Die Ähnlichkeiten scheinen doch einige Menschen stark zu bewegen. Und ich sag's immer wieder, seitlich fotografiert beim Lachen sieht nicht gut aus. Aber so nebeneinander, geht. Also es gibt Menschen, die sehen mehr aus wie Philipp Amthor. Aber ja, ich habe jetzt auch kein Gegenbeispiel. Okay, mittlerweile komme ich echt nicht hinterher, was es mit diesem Lüfter auf sich hat. Warum wird er so abgefeiert? Ich weiß es nicht. Bestimmt irgendein merkwürdiger Insider aus irgendeinem Stream. Son, can we have Fortnite? Mom, we have Fortnite at home. Fortnite at home? Oh, das macht's nicht besser. keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was es damit auf sich hat. Offensichtlich wird das Ding sehr hart abgekultet. Ich weiß nicht gar... Ich glaube, das ist so ein Community-Ding, das man nicht unbedingt verstehen muss, manchmal, woher irgendwelche Sachen kommen. Ich freue mich aber auf die ganzen Leute, die mir das unten in den Kommentaren erklären können. Aber ich muss sagen, selbst in der Zeit, in der ich in diesem Forum unterwegs war, hat mich der Lüfter schon ziemlich stark berührt und mich auch mehr geprägt als Kevin an sich. Jetzt müssen wir natürlich abschließend ein Fazit fällen, was immer schwierig ist. Aber ich fand die Henno-Memes auf jeden Fall lustiger, weil sie auch, ja, irgendwie allgemeingültiger waren. Hier waren ein paar dabei. Ich geb mal... Wahrscheinlich werden mich einige Menschen dafür steinigen. Eine 2-, ja. Manche Memes haben mir nicht ganz so gefallen. Manche Templates waren sehr, sehr cool und aktuell. Sehr viel Dankness auch dabei. Aber so das Gewisse hat mir dann doch gefehlt. Aber es war nicht scheiße. Deshalb keine 3. Eine 2 ist immer noch eine 2. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und eure ganzen Erklärungen dazu. Und falls ihr noch weitere Vorschläge habt, gerne damit unten in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.